Heute stelle ich dir ein neues, cooles Online-Tool vor, mit dem du die Soundeigenschaften von über 300 Kondensatormikrofonen direkt bei dir zu Hause vergleichen kannst. Also bleib dran. Nehmen wir mal an, du möchtest dir ein neues Mikrofon kaufen. Jetzt möchtest du gerne die Klangeigenschaften der verschiedenen Mikrofone, der billigen und der teuren oder der verschiedenen Marken, die möchtest du untereinander vergleichen. Jetzt hat jeder Online-Shop natürlich zu seinem speziellen Mikrofon ein Soundbeispiel, aber das Problem ist, dass die Soundbeispiele pro Mikrofon immer unterschiedlich sind. Das heißt, für das eine Mikrofon singt ein Mann ein, für das andere Mikrofon singt eine Frau ein und außerdem sind diese Soundbeispiele von der Lautstärke her auch sehr unterschiedlich. Und so kannst du die Klangeigenschaften der einzelnen Mikrofone nicht wirklich gut vergleichen. Wie cool wäre es da, wenn es ein Online-Tool gäbe, das genau das kann? Das heißt, du kannst an einem Soundbeispiel verschiedene Mikrofone testen, ungefähr so, wie wenn du im Tonstudio einen Sänger oder eine Sängerin in 5 verschiedene Mikrofone reinsingen lässt und dann das Beste auswählst. So ein Tool gibt es tatsächlich und das stelle ich dir jetzt vor. Das Tool bzw. die App, die ich meine, heißt audiotestkitchen.com. Und hier hast du im Moment die Möglichkeit, 300 verschiedene handelsübliche Kondensatormikrofone jeder Preisklasse gegeneinander antreten zu lassen, und zwar in Echtzeit mit einer ganzen Band oder einem einzelnen File. Ich erkläre dir ganz kurz, wie das Ding aufgebaut ist. Das ist ganz einfach. Du kannst hier oben aus 2 verschiedenen Songs heraussuchen. Und da kannst du jetzt entweder den ganzen Song nehmen oder eben eine Solospur. Ich habe mir hier schon die Vocals rausgesucht. Die klingen so. Und so weiter. Das ist unsere Solo-Gesangsspur. Und jetzt können wir hier nach Belieben verschiedene Kondensatormikrofone in Echtzeit und level-matched, also in der Lautstärke angepasst, auf diese Stimme hier einsetzen und vergleichen. Das ist natürlich gigantisch gut. Die Auswahl hier ist riesengroß. Du hast alle möglichen Arten von Kondensatormikrofonen. Und wir schauen uns einfach mal kurz ein bisschen um, bevor wir hier starten. Ich gehe mal nach N zu Neumann. Weil ich habe hier ein Neumann-Mikrofon und da sehen wir auch schon meines. Das ist das Neumann TL107. Dieses hier. Durch dieses Mikrofon spreche ich gerade zu dir. Das nehmen wir jetzt einfach mal als Testvergleich und ich ziehe das hier rüber. Das ist noch ein bisschen nervig mit diesem Speicherplatz hier. Ich weiß nicht, der zickt die App noch ein bisschen rum. Oder vielleicht ist das nur auf meinem Computer so. Also, das nehme ich jetzt hier als Testvergleich Nummer 1. Okay, schauen wir mal weiter. Nehmen wir mal ein billigeres, zum Beispiel hier MXL 770X. Ich kenne jetzt diese Firma, kenne ich jetzt hier nicht. Das kostet 200 Euro. Dann nehmen wir hier ein 180 Euro Mikrofon und 180 Dollar sind es in dem Fall. Das vergleichen wir jetzt hier. Und dann probieren wir vielleicht noch was Mittelklassiges. Nehmen wir mal einfach hier auch eine andere Firma. Zum Beispiel, wie viel haben wir jetzt? 2. Wir brauchen 5 insgesamt. Müssen wir ein bisschen schneller machen hier. Dann schauen wir einfach nochmal. Vielleicht Audio-Technica oder hier diese Blue. Die sind auch recht beliebt. Dann nehmen wir nochmal eins für 700 dazu. Dann können wir mal weitermachen. Ich weiß nicht, warum das hier bei mir so rumstresst mit dem Laden. Dann nehmen wir vielleicht nochmal Audio-Technica. Hier war eines meiner ersten Mikrofone. Was haben wir jetzt? 180, 700. Was war mein erstes Audio-Technica-Mikrofon hier für 99 Euro? Das war mein erstes Mikrofon. Das gibt's noch. AT2020 von Audio-Technica. Mein allererstes Home-Recording-Mikrofon, das ich mir gekauft habe. Damit haben wir sehr gute Aufnahmen gemacht. Meine Frau und ich übrigens auch für Playback-Finder. Da hörst du viele Chöre. Die ich mit einer Frau aufgenommen habe und die sind mit diesem Audio-Technica AT2020 aufgenommen worden. Also Menschen bezahlen auch für Musikproduktionen mit diesem Mikrofon. Sehen wir vielleicht noch genauer ein AKG für 399. So, jetzt habe ich also hier 3 verschiedene, beziehungsweise 5 verschiedene Firmen und ich habe 5 verschiedene und unterschiedliche Preisklassen ausgewählt. Und der Clou, was ich jetzt machen kann, ich kann diese Mikrofone jetzt gegeneinander antesten. Und zwar auf die immer gleiche Gesangsspur. Ich könnte es auch auf die Pianospur oder auf eine Bassspur machen, je nachdem. Ich habe mir jetzt die Vocals rausgesucht, weil ich denke mir, das interessiert die meisten. Und dazu lasse ich jetzt diese Vocalspur hier laufen. Und wir hören, wie gesagt, level matched, also in der Lautstärke angeglichen, hören wir jetzt diese Mikrofone gegeneinander an. Und was ich jetzt mache, ist, ich mache hier die Loop-Funktion, weil die hat hier so viele Pausen.
Das heißt, wir lassen das im Loop jetzt ablaufen, die Gesangsspur. Und ich klicke einfach die Mikrofone durch. Wir fangen an hier mit dem Neumann. Und dann klicke ich mal die 5 durch. Dann können wir die gegeneinander direkt abhören. Und los geht's. Friday night started with a bottle of wine. Saturday wake up. Friday night started with a bottle of wine. Saturday wake up with you on my mind. And then Blue Bottle Cap. Friday night started with a bottle of wine. Saturday wake up with you on my mind. And then on Sunday I believe that you were Audio Technica von 99. Started with a bottle of wine. Saturday wake up with you on my mind. And then on Sunday I believe that you would always be. Friday night started with a bottle of wine. AKG. Saturday wake up with you on my mind. And then on Sunday I believe that you would always be mine. But on the weekend, weekend. Also ich habe jetzt hier bei dem AKG gehört, es hat schon in den Tiefen etwas mehr, höchstwahrscheinlich eine Anhebung. Aber wenn ich das genau wissen möchte, kann ich jetzt einfach, und das ist auch nochmal richtig cool, hier auf die Frequenzkurven von den einzelnen Mikrofonen gehen. Und dann werden die mir hier eingeblendet. Und da siehst du dann schon, die bekommen jetzt hier Farben zugeordnet. Und jetzt siehst du die Frequenzkurven der einzelnen Mikrofone. Rot ist jetzt hier, wird jetzt hier dick angezeigt, siehst du die Frequenzkurve von dem Neumann-Mikrofon. Ja, das hat hier oben einen Boost. Dann schauen wir uns jetzt mal dagegen die Audio-Technica-Frequenzkurve an. Bei dem siehst du, dass das von den Tiefen her von der Frequenzkurve am wenigsten Anteile hat. Und jetzt vielleicht hier das AKG-Frequenzkurve noch. Hat hier eine Anhebung in den Tiefmitten eher. Und hier oben auch im R-Bereich relativ starke Anhebung. So weit, so gut. Aber es kommt noch cooler. Und zwar kannst du hier von dem Normal Mode in den Blind Mode gehen. Was dann passiert ist, dass er mir die Mikrofone ausblendet und wie Spielkarten von so einem Kartenspiel durchmischt, dass ich nicht mehr weiß, welches Mikrofon an welchem Platz ist. Wie bei so einem Hütchenspiel oder Glücksspiel, das mache ich jetzt auch mal. Rums, er hat die Karten gemischt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Mikrofon welches ist. Und ich kann jetzt hier, während ich das anhöre, kann ich hier Notizen machen. Ja? Und ich gehe also nochmal hier in diesen Loop-Mode. Und jetzt mache ich mir Notizen, zum Beispiel zum Mikrofon A. Friday night started with a bottle of wine. Saturday wake up with you on my mind. And then on Sunday I believe that you would always be mine. But on the weekend, 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 we can be fine. Gut, ich habe jetzt geschrieben, hier klingt voll in den Tiefmitten. Hat er das jetzt gemacht? Mal hier. Dann vergleichen wir das jetzt einfach mal mit Mikrofon D. Lass ich auch mal laufen. Friday night started with a bottle of wine. Saturday wake up with you on my mind. And then on Sunday I believe that you will always be mine. But on the weekend, 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 we can be fine. Friday night started. Okay, jetzt können wir hier mit in den Normal Mode umflippen. Ah ja, hier über Notizen sehen wir jetzt, was ich hier reingeschrieben habe. Offensichtlich aber auch was was andere Leute reingeschrieben haben. Das ist jetzt lustig. Okay, das weiß ich jetzt nicht ganz, warum das ist. Ich habe hier geschrieben, klingt voll in den Tiefmitten. Das war das Blue jetzt hier. Dann habe ich hier reingeschrieben, klingt smooth, R-Anhebung. Hat das denn die R-Anhebung hier? Ja, hier zum Beispiel. Und hier siehst du jedenfalls deine Notizen, während du blind AKG habe ich angeschrieben, Anhebung in den Tiefen. Schaut mal hier, AKG, Anhebung in den Tiefen. Und das war das AKG. Hier habe ich richtig geraten. Also das könnt ihr einfach selber auch mal machen. Und ich finde sehr spannend, dass ihr hier praktisch verhindern könnt, dass ihr eure eigenen Ohren veräppelt, indem ihr dieses teure Mikrofon jetzt anschaut. Zum Beispiel hier für was weiß ich, ach, ein 4000 Euro Mikrofon habe ich jetzt gar nicht genommen. Aber indem ihr hier ein teures Mikrofon anschaut und sagt, okay, das muss ja gut klingen, sondern wenn es hier blind die Karten mischt, dann könnt ihr euch nur auf euer Gehör verlassen. Also ich finde diese App jedenfalls richtig gut gelungen. Schreib mir doch mal in die Kommentare, was du von dieser App hältst. Und wenn du dich dafür interessierst, wie du den passenden Sänger oder die passende Sängerin zu dem teuren Neumann oder AKG-Mikrofon buchen kannst, dann schau dir doch einfach mal dieses Video hier an. Da zeige ich dir die besten Foren, Online-Foren für Musiker, die du mieten kannst, für Online-Collaborations mit Musikern aus der ganzen Welt. Ich hoffe, dir hat dieses Tutorial gefallen und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Video. Bis dann!